zwei Minuten auffiel, dass ich lokal recorded habe. Das war natürlich doof. Und das passiert auch nur mir. Hallo, hier bin ich. Jetzt läuft's. Doof ist natürlich, ich habe noch keinen Bogen und hier sind schon die ersten beiden Zombies, aber der kriegt halt einfach vom Kopf und dann ist gut. Ja, komm halt. Nein, er hat mich gebissen. Der Schweinhund. Das Doof ist, rechts kommt auch noch einer. Der steht jetzt wieder auf, ne? Wer so scheiße da liegt, steht auch gleich wieder auf. Oh, auch nicht. Das haben sie anscheinend auch gepatcht. Oder ich habe ihm halt einfach wirklich gerade zielgerichtet vor den Kopf gegeben. Was ich gerade eben schon erzählt habe, was aber keiner von euch gehört hat, weil ihr ja nicht da wart. Ich habe letzte Mal... So, der steht aber wieder auf. Was zur Hölle? Wieso trifft mich denn was, was am Boden liegt? Das finde ich nicht okay. Fuck you, Zombie-Schwein. Also, letztes Mal, nachdem der Stream aus war, habe ich noch ein bisschen gecheatet, möchte ich es nicht nennen, weil ich habe ja nur einen kleinen Bug im Spiel ausgenutzt. Ich bin in die Base von den Dudes, die uns erschossen haben, reingekommen. Mit einem kleinen Trick, den ich euch nachher auch nochmal zeigen werde, wenn ich dann da bin. Und dann wurde ich aber in der Base erschossen. Das ist ziemlich traurig. Passiert. Bert, bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da. Gut. Yo, hi. Der Bruno, der Trick wird diesmal schlechter klappen. Wir haben die Base massiv ausgebaut. Oh, ich habe halt auch nur noch 8 Energie. Aktuell, wegen deinem Trick, erschießen die jeden in der Hauptstadt. Echt? Ja, wir haben angefangen, jeden zu erschießen. Aus oh. Hello, my friend. Don't shoot me. Du hast einen Genozid ausgelöst. Bye. Der will nicht mit mir reden. Dann nicht. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich denn meinen Stock verkloppen? Obwohl, ich habe ja gerade eben bewiesen, dass ich schon richtig krass mit dem Stock bin. Wahrscheinlich erschießt er mich großen, jetzt gleich. Mächtigen Stock? Ja. Wahrscheinlich erschießt er mich jetzt gleich und klaut mir meine zwei Berries, die ich habe. Ich lauf zu nah an ihm, ich glaube, das macht ihm Panik. Oh, der hat's glaube ich noch gar nicht mitbekommen. Vielleicht solltest da hinten. Du den Leuten erklären, warum du jetzt das streamst und nicht der liebe Flo, wie er angekündigt hat. Weil ich gesagt habe, dass ich streamen will. Oh, ich hoffe, der Typ überlebt gegen diesen Wolf und ich baue mir in der Zeit einen Bogen. Weiß ich nicht, wir haben uns per WhatsApp abgesprochen und ich meinte, ich würde jetzt halt ein bisschen zocken, weil ich jetzt gerade wieder da bin vom Sport. Und ja, da hat der Flo gesagt, alles klar, dann mach das doch. Und ich gesagt, alles klar, gut, dann mach ich das auch. So ist das passiert. True Story. Wow, ihr seid übrigens so richtig am Absprechen so. Es ist krass, oder? Ich bin auch immer wieder... Ich hätte schon einen Bogen gecraftet. Ja, hab ich. Nice, zack. Woodsticks, 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 baby. I was made for Woodsticks. You ain't got no wood sticks, baby. Then I don't care about your wood sticks because you don't have any. Tada! Din, 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 din. Ich habe leider überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Und eigentlich würde ich gern auch nochmal. Das war auch lustig. Ich bin, nachdem ich diesen Glitch nochmal probiert habe, oder diesen Bug, ich glaube, es ist eher ein Glitch, hat mich das Spiel rausgeworfen, es hat mich quasi getötet und mich am untersten rechten Ende der Map, die ich mir jetzt übrigens mal nebenbei aufmache, fällt mir gerade mal auf. Apropos, hingeportet. Guck mal ganz schnell den Mond. Wo ist der Mond? Der verschwindet gleich bei dir. Sobald ich an der Straße ankomme, weiß ich auch, wo ich bin. Scheiße, ich drop hier schon wieder Woodsticks, wie Sau. Ja, und dann bin ich auf einen Typen getroffen und habe ihn gefragt, das war halt geil, ich bin zu dem hin und gesagt, ey, hallo, hier, kannst du mich bitte totprügeln? Und dann sagt er doch echt, nee, sorry, also auf Englisch, nee, sorry, ich bin nicht so der violent type of guy. Und der wollte mich dann echt nicht totprügeln. Hat mir aber verraten, dass man, wenn man die Konsole aufmacht und /respawn eingibt, respawned. Wer hätte das gedacht? Hätte man auch selber drauf kommen können. Oh, ich sehe Zombie. Hello, Mr. Zombie Man. I will shoot you in the face. But first, let me push you. Push it up. Gehabt, wenn der noch gelebt hätte. Oh, hier ist ein Schild. Ich bin auf der Route 14. In die Richtung geht's nach Osten. Oh, Route 14 ist kacke. Dann bist du ja ganz unten. Warte mal, wo ist denn meine... Hä? Wo ist meine Karte? Ich bin hier bei so einer Kreuzung. Scheiße, mein Rechner hat sich irgendwie so... Greenhorn ist hier. Warte, oh. Dann hier, bist du... Hier, Route 14 East und hier ist West. Dann bist du ganz unten. Wo ist denn jetzt hier dieses doofe Kackprogramm?
Ja, wo unten? Unten rechts auf der Karte. Weil da geht die Route 14 lang. Ah, ich sehe die gerade hier. Ich bin so krass am Multitasken gerade. Ich crafte mit der einen Hand. Ich weiß sogar ziemlich genau, wo ich bin hier. Siehst du? Benutzte Dokument. Da bin ich, ja, das siehst du sehr toll. Ich glaube, das ist die Map. Krass, hier irgendwie. Greenhorn Road geht aber komplett im Süden entlang. Alter, bei mir hat sich gerade irgendwie. Was geht denn da ab? Alter, jetzt habe ich gerade ein bisschen Panik. Warte mal. Muss mal ganz kurz auf meinem Schmecktop was machen. Weil alle meine Ordner sind gerade weg. Und das finde ich natürlich eher uncool. Wo bist du denn? Okay, alle meine Ordner sind noch da. Super. Schön. Gut. Toll. Das finde ich klasse. Ja, es tut mir leid, dass das gerade ein bisschen langsamweilig ist, aber mit Karte fühle ich mich ja einfach immer mal ein bisschen besser. So, Karte auf. Läuft. Also erstmal noch hier fertig craften. Weiß auch nicht warum. Ich habe am liebsten immer meine Pfeile in der oberen Tasche und den ganzen Rest in der unteren Tasche. Versucht nicht zu verstehen, warum ich das tue. Ich verstehe es selber nicht. Ich frage mich übrigens immer noch, was das für komische Schreie sind, die man hier manchmal hört. Das klingt wie irgendein Urzeitvogel. Ein Archaeopteryx. Seelen. Wahrscheinlich. Oh, da habe ich nämlich im Biologieunterricht. Buch. Da habe ich mich im Biologieunterricht mal voll als Depp geoutet. Auch noch bei meiner alten ehemaligen Chemielehrerin, die mich sowieso nicht leiden konnte. Oh, hier ist was. Kleine Häuser. Hier war ich auch schon mal. Vor einer ganzen Weile. Da ging es darum, wie groß denn der Archaeopteryx ist. Also dieser Vogel. Enter Access Code. Alter, wirklich, okay, da baut der hier so ein Scheißding in die Woods und macht Code ein. Ja, und ich habe halt gesagt, der hat so eine Spannweite von, weiß ich nicht, 5 Metern oder so. Ich dachte halt, der ist riesig. Konnte ja keiner wissen, dass das ein kleiner Vogel ist. Ich habe halt an so einen Aerodactyl gedacht, ja. So einen gigantischen Urzeitvogel. Aber ist leider nicht. Wie viel denn? 10 Zentimeter? Nee, aber so, also nicht viel, 50 oder so. Also der ist nicht viel größer als ein. Ich glaube, der ist sogar kleiner als so ein durchschnittlicher Adler. Bin ich schon wieder fies am Woodsticks droppen. Ich frage mich ja, wann dieses Spiel endlich mal Erkundung belohnt. Wenn sie das noch gepatcht kriegen, dann bin ich richtig glücklich. Weil ich war nämlich letztens auf dem höchsten Berg im Spiel bei dieser scheiß Radiostation. Und was war da? War ich heute auch, weil Robin hat sich verlaufen, ist irgendwie da hochgekommen. Mal kleiner Hinweis, wenn ihr in Pleasant Valley seid, in den Häusern auf dem Parkplatz sind ganz oben Shotguns. Sagt Frankenstone. Frankenstone, glaube ich, denn Frankenstone is a good guy. Ja, aber bis wir da sind, ist das schon. Ja, ich muss erstmal überhaupt irgendwas finden. Jetzt habe ich natürlich auch den Mond nicht beachtet. Es wäre vielleicht doch schlau gewesen, mal auf den Mond zu achten. Aber ich dachte, ich finde bis dahin eine Straße. Aber. Arsch nicht. Was? Ich höre Dinge. Oh, da oben. Da ist ein Zombie. Ja, die könnten auch gerne nochmal Loot droppen. Ich habe ja auch, glaube ich, von einem Zombie, den ich so auf der Straße getroffen habe, den krassesten Loot ever bekommen. Der hat ja irgendwie alles. Na gut, ein Branch kann ich ja mit mir rumtragen. Für den Fall, dass irgendwer einen Stock vom Kopf braucht. Hallo, Mr. Zombie. Pam. Voll in dein ekelhaftes Zombie-Gesicht. Oh, nein. Wo ist mein Pfeil? Das finde ich auch bescheuert. Du drückst auf Tab und siehst... Da war er gerade schon wieder. Du siehst deinen Pfeil in den Proximity-Items und dann ist er auf einmal weg. Da war er schon wieder! Scheißendreck. So, das war wieder eine gute Frage, wo wir hier sind. Bei dem Nebel sieht man natürlich auch soweit. Vielleicht bin ich ja schon in der Mitte der Map. Und weiß es nur noch nicht. Und sie brauchen irgendwie eine Option. Nicht Eat All, ich möchte nicht alle meine Blackberries mit einmal essen, aber so Eat 10 Blackberries oder so. Ja. Das darf von mir aus auch gerne praktisch 10 Sekunden dauern. Oh. Aber dieses dauerhafte Klicken, weil ich könnte ja in den 10 Sekunden, könnte ich ja hier zum Beispiel in den Chat gucken. Aber meine Klickskills sind halt echt nicht so krass. So. Ich bin nicht der krasse Klicker, der ihr denkt, dass ich bin. Es tut mir leid. Soll ich in Richtung Pleasantville abhauen? Oder soll ich nach Osten? Hau in Richtung. Alter, ich wollte schon. Oh, scheiße, ich bin am Rand der Map. Fuck. Ich habe 4 Charaktere beim Pleasantville. Ich will jetzt nicht nur mit dem Charakter da. Du hast 4 Charaktere da? Krass. Ich habe einen da auf einem Server, wo ich gerade gar nicht mehr weiß, wie der heißt. Astator oder irgendwie sowas. Oh, das ist mein Scheiß. Ich habe hier auf dem Server ganz viele Charaktere equipped. Die
sind auch teilweise sehr viel verreckt. Aber man kann nicht einen Charakter equipen und den irgendwie umbringen lassen und den dann selber looten, ne? Das habe ich nämlich mal probiert. Nee, sobald du dich ausloggst, also du kannst selber deinen Charakter nicht looten, also... Ah nein, einen anderen Charakter meine ich. Wie meinst du das? Na, ich habe mir hier auf dem Server, habe ich mir noch einen anderen Charakter mal erstellt, den habe ich Stuffmaster genannt. Oh, hier war ich schon mal, hier bin ich Ewigkeiten am Rand lang gerannt. Den habe ich Stuffmaster genannt und habe damit ein bisschen Zeug gesammelt. Nichts Cooles, aber egal. Und, ja, den habe ich dann umbringen lassen quasi. Und der lag aber nicht mehr da. Nur noch die anderen beiden Zombies, die der getötet hat, lagen da, als ich mit meinem anderen Char auf den Server bin. Ach so, nee, sowas kannst du vergessen, dass du deine eigene Leiche findest. Ja, aber ich finde ja nicht meine eigene Leiche, ich finde ja eine andere Leiche, theoretisch. Ja, aber das geht nicht. Schade. Oh, hier war ich schon mal. Du kannst eine Kiste bauen und da Sachen reinpacken. Großartig. Ich habe gerade gehört, Crate Keys, open crates that drop... Achso, was? A key opens crates that drop in the world. One key opens one crate and is then consumed. Ja, das ist okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt diesen Crate Key benutze, droppt dann aber eine Crate vor mir? Ist das dann wie ein Airdrop oder... Nein. Es gibt versteckte Kisten. Jeder Schlüssel führt zu einer speziellen Kiste. Ich habe auch so einen Schlüssel bei. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Schlüssel benutze... Nein, den Schlüssel musst du zur richtigen Kiste bringen. Boah, was? Ich habe aber 5 Crate Keys, Alter. Woher hast du die? Hä, na hier unten links, so bei Account Items. Unten links. Ah, die sind falsch. Was mache ich denn? Was passiert, wenn ich da drücke? Dann droppt auch was aus. Airdrop Tickets will you call. Airdrop Delices, klar. Make sure you get there before your fellow survivors. Bla bla, beliebidi blue. Event Tickets ist okay. Crate. This crate contains skins. Könnte ich die auch mal. Fällt die dann runter oder wo liegt die? Kann mir das mal irgendwas erklären, bitte? Frag einen Profi. Hä? Ach da. Hello, Mr. Zombie. So, warte mal kurz. Wo bin ich jetzt gerade? East. Get over here! Oh, ich laufe mal einfach nach Osten. Nein! Weißt du, wo du bist? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich auch. Das wage ich zu bezweifeln. You are leaving the quarantine area. Oh no, oh no. Oh, meine Health, sie ist fies am Droppen. Das Beschissene ist... ich bin in irgendeiner Ecke und weiß aber nicht, wo lang jetzt richtig ist, weil ich bin jetzt von einem Ende zum anderen Ende gelaufen und bin jetzt einfach mal schön irgendwie von 80 auf 67 Energie runter. Das ist halt voll doof. Finde ich nicht okay. Lass ich nicht mit mir machen. Neuspawn. Frodo, du hast keine Tickets. Natürlich habe ich Tickets. Hier, guck doch mal. Airdrop-Tickets und Crate-Keys. Und die Frage ist... fuck you. Scheiße, das war natürlich dumm jetzt. Alter. Das war, ich mich ja gerade wirklich sehr schlau angestellt. Was machen die denn? Weil du nicht die Special Edition hast, aber vielleicht habe ich ja die Special Edition. Guck mal hier, Event Tickets, Airdrop Tickets, Crate Keys. Da steht doch 5 davor, das heißt, ich habe doch welche. Und hier, ne? Was da los? Crates und Skin Aviator Cap. This one, mal steht da was. This will apply an alternate appearance to an item in your inventory. Right click and select apply valid items for change will be highlighted. Okay. Die Crates sind schon in meinem Inventar. Ja, drück doch drauf. Ja, ich open with... Ach so! Alles klar. Wieder was gelernt. Ich habe schon Crates im Inventar. 8 Stück und 5 Crate Keys. Das heißt, ich könnte... jetzt eine Crate aufmachen. Aber das sind halt nur Skins. Ich mache einfach mal eine auf. So. Und du? Achso, und jetzt habe ich hier einen coolen Hut. Und du? Kann ich jetzt den Hut applyen? Und was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Nichts passiert. Apply. Ich würde einfach gerne den Hut aufsetzen. Geht das nicht? Wahrscheinlich brauche ich dann... wahrscheinlich brauche ich dann einen normalen Hut. Und dann kann ich auf Apply drücken. Aber wenn ich dann sterbe, ist ja mein cooler Cowboy-Hut weg. Das will ich nicht. Finde ich nicht okay. Das heißt, du darfst den Charakter nie wieder benutzen. Wieso wird so ein Game eigentlich so gehypt und von berühmten YouTubern gezockt, wenn jeder weiß, dass es das Spiel in besserer Grafik bis zum... Wo gibt's denn das Spiel in besserer Grafik? Also gut, drauf geschissen, die Grafik ist mir eigentlich scheißegal. Da bin ich jetzt mal ehrlich.